Wir kommen zu der Zusammenfassung analoger Signale. Ich muss ja selber noch kurz lesen, was da alles steht. Genau. Also wir haben uns jetzt eine ganze Reihe von Dingen angeschaut mit analogen Signalen, sowohl Erzeugung von Signalen, so Oszillatoren und so haben wir uns ein paar angeschaut, also auch Verarbeitung, nicht Filter, jetzt haben wir Modulatoren, Demodulatoren gemacht und jedes davon ist ein großes Thema. Also wir haben jetzt nur ein bisschen die Grundlagen gestreift und ich habe versucht, irgendwie die Begriffe einzuführen, die man braucht, um dann ein Buch aus dem entsprechenden Themengebiet verstehen zu können, zumindest wenn man bei Seite 1 anfängt. Das heißt, da war jetzt nie die Idee, das vollständig und grundlegend abzuhandeln, aber wir haben jetzt eine grobe Idee. Und ich glaube, die wichtigste Erkenntnis aus diesem gesamten großen Gebiet ist, dass sich jedes Signal im Frequenzbereich und im Zeitbereich darstellen kann. Und dass das äquivalente Darstellungen sind. Wenn ich das komplette Spektrum kenne von dem Signal, inklusive der Phaseninformation, also überall komplexe Zahlen, dann ist das genau äquivalent zu, ich kenne das Signal in der Zeit. Also die Informationen, die ich habe, sind die gleiche, aber die Darstellung ist eine, die manchmal einfacher ist. Wenn ich irgendeinen Filter habe zum Beispiel und ich kenne das Spektrum von dem Signal, das ich reinschicke, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, wie wird das Spektrum ausschauen nach dem Filter. Während, wenn ich jetzt eine Wellenform vorgebe, dann ist es nicht so leicht, sich vorzustellen, wie wird das Signal ausschauen nach dem Filter. Also für manche Sachen ist eben diese Frequenzdarstellung besser und manche Prozesse steht da, manche Bereiche lassen sich eben besser verstehen, besser greifen, wenn man sich einmal daran gewöhnt hat an diese Frequenzdarstellung. Aber das ist auch etwas, was ein bisschen Übung braucht und darum meine Aufforderung sozusagen, das zu trainieren und zu versuchen, oft in Frequenzen zu denken, wenn man über Signale nachdenkt. Und dann kann man eben diese Vorteile nutzen. Ansonsten ist das nur eine zusätzliche Hürde, nicht? Wenn ich quasi dann auch noch dieses Frequenzabstraktionsding dazu nehmen muss, dann bringt mir das vielleicht nichts, dass ich mir den Filter in einem Spektrum besser vorstellen kann, wenn ich mir unter dem Spektrum nichts vorstellen kann. Aber wenn ich mich da mal gewöhnt habe, zum Teil ist es wirklich nur ein Gewöhnen, dass man einfach akzeptiert, ja, wenn ich das so mache, kommt wirklich das Richtige raus. Das scheint ein Werkzeug zu sein, das funktioniert. So. Speziell dann, wenn man rechnet. Speziell, wenn man so Schaltungen macht, macht das erstens Sinn, in der Frequenz zu arbeiten und zweitens macht das Sinn, irgendwie Computer zu verwenden. Wir haben jetzt in den Übungen eben wieder die Schaltungssimulationen und so gemacht. Und ich glaube, dass das ein sehr, 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 sehr wertvolles Hilfsmittel ist, dass man nicht immer alles versucht, am Papier zu machen, weil irgendwann kommt man drauf, ja, natürlich kann ich das lösen, das ist ein 18 mal 18 lineares Gleichungssystem. Und ich meine, wozu? Ja? Also ich glaube, es ist besser, wenn man die eigene Energie und mentale Fähigkeit auf das Problem wirft und den Computer zum Rechnen verwendet, weil dafür ist er da. Und da haben wir ein paar Programme kennengelernt, mit denen man das machen kann. Also sowohl Schaltungssimulationsprogramme, als auch einfach Programme, die Mathematik für uns abnehmen. Weil gerade bei der Dimensionierung haben wir oft das Problem, dass ich Dimensionierung eigentlich schlecht in einem Simulator machen kann. Weil dem Simulator, dem gebe ich die Bauteilwerte und dann sagt er mir, was die Schaltung tun würde. Und oft will ich es ja genau andersrum. Ich will eine Schaltung, die das tut, was ich mir vorstelle. Und ich möchte wissen, welche Bauteilwerte brauche ich. Da komme ich oft nicht drum herum, dass ich ein bisschen Mathematik mache, aber das heißt ja nicht automatisch, dass ich alle Gleichungssysteme händisch lösen muss. So. Das war's schon, das war die Zusammenfassung zu analogen Signalen. Diskutieren wir es ein bisschen. Genau. Thematisieren Sie die Nützlichkeit bzw. Sinnhaftigkeit der drei Simulationsarten: DC-Simulation, AC-Simulation und Transienten-Simulation für Oszillatoren, Filter, Modulatoren und Demodulatoren. Fangen wir damit an, was sind denn diese drei Simulationsarten? Was ist DC-Simulation? Was ist AC-Simulation? Was ist Transientensimulation? Je nachdem, was eingangs
Ja, aber was sind... Wann spreche ich von einer DC-Simulation? Was, was sind die Eigenschaften von einer DC? Gleiche Spannung und gleiche Stromstärke in die Schaltung hineinfließt. Ja, variiert nicht. Ja. Also es variiert Strom und Spannung nicht über die Zeit und so überall, nicht nur am Eingang, sondern jedem Punkt in der Schaltung gebe ich in der DC-Simulation genau einen Spannungswert. Und jedem Zweig in der Schaltung gebe ich genau einen Stromwert. Aber ich mache mir keine Gedanken, ob quasi beim Einschalten der Strom ein bisschen höher ist und später ein bisschen weniger hoch, weil eben die DC-Simulation nur mit einem Wert pro Knoten, mit einem Wert pro Zweig arbeitet. Das ist im Wesentlichen das, was wir relativ am Anfang im Kurs gemacht haben unter dem Titel Netzwerkanalyse, obwohl natürlich die anderen Sachen genauso aus der Netzwerkanalyse herausgehen. Aber da haben wir gesagt, Widerstandsnetzwerke und so, und dann schließe ich eine konstante Spannung an und dann kommt eben das raus. Okay, was ist jetzt dann die AC-Simulation? Ja, also wir schicken Wechselspannungen hinein. Was für Eigenschaften haben diese Wechselspannungen, die wir hineinschicken in der AC-Simulation? Die sind periodisch. Ja, sie sind periodisch. Also im Gegensatz zu den Transienten. Ja, aber periodisch reicht mir hier noch nicht. Das ist mir noch nicht eng genug. Sinusförmig? Oder? Ja, sie sind sinusförmig. Also ich schaue mir quasi harmonische Schwingungen an und dann fehlt mir quasi noch eine wichtige Eigenschaft. Gleiche Amplitude? Also nein, die Amplitude kann variieren, aber was variiert nicht? Wenn ich eine Schaltung habe, ich habe 5 Eingänge, mache eine AC-Simulation, und was muss gleich sein bei allen 5 Eingängen, damit die AC-Simulation Sinn macht? Frequenz, genau. Das heißt, was steht da bei dem Programm dahinter, wenn ich AC-Simulation mache? Linearität. Ja, Linearität, ja. Ich wollte eigentlich auf die komplexe Wechselstrom rechnen, aber das ist da quasi Hand in Hand. Also, der Schaltungssimulator macht hier und hier genau das Gleiche, nur dass er hier quasi mit reellen Zahlen arbeitet und dann ist es quasi der DC-Strom oder die DC-Spannung an diesem Punkt oder in diesem Zweig. Und bei der AC-Simulation arbeite ich eben mit den komplexen Zahlen. Ich mache die komplexe Wechselstromrechnung, aber die eigentlichen Berechnungen sind alle gleich. Damit das aber funktionieren kann, brauche ich eben eine Schaltung, die vollständig linear ist. Also ich kann in der AC-Simulation nicht mit Dioden zum Beispiel arbeiten, weil ich eben diese Wechselstromrechnung mit Dioden nicht machen kann. Da kann es sein, dass ich eine Frequenz reinschicke und ich komme eine andere Frequenz raus. Darum haben wir vorher gesagt, ich kann mit Dioden mischen. Und das verträgt sich eben nicht mit dieser Gedankenwelt von der AC-Simulation. Gut, und was ist dann die Transienten-Simulation? Ein- und Ausschalten, ne? Ja, das ist das Extrem, dass ich einfach nur einschalte und ausschalte, aber was ist quasi allgemeiner? Einzelimpulse. Ja. Eigentlich nicht zu sehr an dem Wort Transient aus. Irgendeine Wellenform. Ja, irgendeine Wellenform, das Verhalten der Schaltung über die Zeit. Das ist das Wichtige bei der AC-Simulation. Da schauen wir uns zwar Schwingungsverhalten an, aber es ist nicht wirklich richtig zu sagen, wir schauen uns an, wie sich die Schaltung über die Zeit verändert. Sondern bei der DC-Simulation haben wir quasi einen Zustand, der konstant anhält. Und genauso bei der AC-Simulation, nur dass hier der konstant anhaltende Zustand eine Schwingung ist. Und das klingt ein bisschen absurd, aber wenn man sich mal darauf geeinigt hat, wir schauen uns die gesamte Schaltung bei genau einer Schwingung an, dann kann man das wieder machen. Wir haben diese Phasendiagramme, die Zeiger, und wir frieren die ein bei einem Zeitpunkt und wir schauen uns nur an, wie groß sind die Zeiger und wie sind die relative Winkel dieser Zeiger zueinander. Und das bleibt gleich. Also wir können die Schaltung laufen lassen, wir können einen Ostsee anhängen und sehen, dass bewegt sich, da tut sich was über die Zeit, aber wenn wir die Schaltung analysieren, nur in Begriffen von, wie verhält sich der Winkel von dem einen Zeiger zum Winkel von dem anderen Zeiger, diese Größe ist konstant.
Beide Zeiger rotieren zwar, aber sie rotieren mit der gleichen Geschwindigkeit und darum bleibt dieser Winkel konstant. Und darum haben wir hier in der AC-Simulation wieder Sachen, die quasi unverändert sind über die Zeit. Und in der transienten Simulation, da schauen wir uns wirklich an, wie verhält sich die Schaltung über die Zeit. Da können wir Einschaltvorgänge testen, wir können irgendwie Pulsantworten testen von Schaltungen und so weiter. Gut, und wir sollen uns das jetzt überlegen, diese drei Simulationsarten für Oszillatoren, Filter, Modulatoren und Demodulatoren. So, welche Rolle hat die DC-Simulation in diesen vier Anwendungen, oder sagen wir drei Anwendungen? Wir haben hier auch kein Oxford-Komma, wobei ich glaube, im Deutschen verwendet man kein Oxford-Komma. Aber das ist ein Modulatoren und Demodulatoren ist ein Ding. Also diese drei Anwendungen, welche Rolle spielt da eine DC-Simulation? Deine Extremwerte, die du vorher gemacht hast. Ja, also ich kann quasi den Extremwert tiefe Frequenz, kann ich damit abfangen. Was kann ich damit noch machen? Ich kann den Arbeitspunkt meiner Schaltung bestimmen. Also wenn wir zum Beispiel einen Transistorverstärker haben, dann kann ich mal schauen, okay, was passiert, wenn ich kein Eingangssignal hineinschicke. Dann erwarten wir quasi, dass überall alles auf einem konstanten Pegel ist, aber der Pegel kann doch auch interessant sein. Was ist denn die Basis-Emitterspannung von dem Transistor im Ruhezustand? Und dann können wir später quasi von dem weiterrechnen und können sagen, okay, jetzt schauen wir uns an, wie das variiert. Und da können wir dann sogar eine AC-Simulation rechnen, obwohl wir gerade gesagt haben, ich kann keine AC-Simulation verwenden für Nichtlinearitäten, aber ich kann ja hergehen und meine Transistorschaltung nehmen, eine DC-Simulation machen, da bestimme ich den Arbeitspunkt. Und dann bestimme ich die Ableitung von jeder Größe nach jeder entsprechend anderen Größe und linearisiere das. Ich sage, okay, es ist zwar nicht linear, aber ich tue mal so, als wäre es linear, ausgehend von dem Arbeitspunkt und die Tangente an die Kennlinie in diesem Arbeitspunkt. Und solange sich alle Schwankungen nur ganz, ganz leicht, also alle Spannungen nur leicht verändern, ist das eine gute Annahme. Also wenn ich irgendeinen Transistorverstärker zum Beispiel habe, wo ich ein Signal hineinschicke und dann soll das fünfmal so stark rauskommen, dann kann ich das in dieser Art und Weise simulieren, mit der Kombination von DC-Simulation für den Arbeitspunkt. Dann schaue ich nach, okay, wie steil ist dann die Transistorkennlinie in dem Arbeitspunkt und dann setze ich stattdessen ein lineares Modell ein. Und das funktioniert natürlich nicht, wenn ich irgendwie ein Volt mehr oder weniger hineinschicke. Aber wenn ich ein Millivolt mehr oder weniger hineinschicke, dann kann ich vielleicht sehen, dass in der Tat 5 Millivolt mehr oder weniger am Ende hinauskommen und ich kann die nichtlinearen Eigenschaften dann vernachlässigen. Also da kann diese Kopplung von DC und AC-Simulation sehr praktisch sein. Gut, sagen wir, ich habe einen Oszillator. Wie würde ich so einen Oszillator jetzt simulieren? Am besten über eine AC-Simulation, oder? Ja, es hängt davon ab, was das Funktionsprinzip von meinem Oszillator ist. Also wenn ich einen Phasenschieber-Oszillator zum Beispiel habe, das ist nur eine Art rückgekoppeltes Filter, der einfach schwingt bei einer Frequenz. Wenn ich es anrege, dann fängt er selbstständig an zu schwingen. Das kann ich sehen in einer AC-Simulation. Da kann ich quasi sagen, okay, wie verhält sich die Schaltung bei welcher Frequenz? Und dann sehe ich, okay, bei dieser Frequenz, wenn das irgendwie angeregt wird auf der Frequenz, wird die Amplitude größer und größer und größer und größer. Das schwingt von ganz alleine. Und damit habe ich eigentlich schon gewonnen, weil es rauscht überall. Das heißt, ich kann davon ausgehen, dass so eine Schaltung in jeder Frequenz quasi mal angeregt wird. Und dann verselbstständige ich das quasi in der einen Frequenz und dann kann ich sehen, in einem Bode-Diagramm zum Beispiel, ah, bei der Frequenz wird die Schaltung resonant. Wenn ich aber eine ganz andere Art von Oszillator habe, geht das nicht. Also diese Entspannungsoszillatoren, die über das Laden und Entladen von einer Kapazität funktionieren, das kann ich unmöglich mit einer AC-Simulation testen. Warum kann ich das nicht mit einer AC-Simulation simulieren?
ein Oszillator, der eine Kapazität lädt und entlädt und lädt und entlädt. Ihr erinnert euch, wir haben das mit einem Schmidt-Trigger und einem RC haben wir so einen Oszillator gebaut. Wo ist da der Punkt, wo ich mit dem Finger drauf zeigen kann und sagen kann, wegen der Eigenschaft, dieser Schaltung, geht das nicht nur in einer AC-Simulation? Ja, das gibt es aber beim Phasenschieber-Oszillator auch nicht. Also zur Erinnerung, das ist so ein Relaxionsoszillator mit einem invertierenden Schmidt-Trigger. Also sagen wir irgendwie Schaltung 9 Volt und irgendwie die Schwellen sind hier irgendwie 3 Volt und 6 Volt, so schöne Drittel von meiner Versorgungsspannung. Und sagen wir, der Eingang ist am Anfang auf 0 Volt, ungeladener Kondensator. Dann ist der Ausgang auf 1, weil der Knödel sagt invertiert. Das heißt, da liegt jetzt 9 Volt an, dann wird über den Widerstand der Kondensator geladen und geladen und geladen. Und was passiert irgendwann? Er ist voll geladen. Ja, er wird nicht voll werden. Ja. Weil voll wäre quasi bei 9 Volt, natürlich kommt er nie zu 9 Volt, aber das meine ich jetzt gar nicht, diese exponentielle Näherung, sondern was passiert denn bei 6 Volt? Wir haben gesagt, das ist die obere Schwelle von dem Schmidt-Trigger. Der sagt quasi ab 6 Volt, der Eingang ist high. Und wenn da quasi high ist, dann geht der Ausgang low, weil invertierend, und dann wird der Kondensator wieder entladen. Und so schwankt dann die Kondensatorspannung zwischen 3 und 6 Volt. Geladen und entladen, geladen, oszilliert super vor sich hin. Aber ich kann es nicht mit einer AC-Simulation simulieren. Wenn ich es nicht mit einer AC-Simulation simulieren kann, welche inhärente Eigenschaft muss dann die Schaltung haben? Der Schmidt-Trigger ist nicht linear. Jawohl, der Schmidt-Trigger ist nicht linear. Und vorher habe ich gesagt, man kann hergehen und eine DC-Simulation machen, einen Arbeitspunkt feststellen, in dem Arbeitspunkt linearisieren. Und natürlich, solange das eine gute Näherung ist, kann ich eine Aussage treffen über das Verhalten von der Schaltung. Und das geht hier nicht. Weil, sagen wir, der Kondensator ist jetzt mal umgeladen. Der ist 0 Volt. Oder sagen wir, der ist auf 3 Volt. Oder sagen wir, der ist auf 4 Volt. Oder auf 5 Volt. Oder auf 5,5 Volt. Oder auf 5,9 Volt, irgendwas unter 6 Volt, und ich linearisiere das jetzt in diesem Arbeitspunkt, dann kann ich nur sagen, eine kleine Änderung am Eingang lässt den Ausgang unverändert. Das heißt, die Linearisierung wäre Schmidt-Trigger raus, Spannungsquelle rein. Und offensichtlich würde das nicht schwingen. Das würde dann den Kondensator aufladen, bis irgendwann bei 9 Volt oder sehr nahe bei 9 Volt ist, schwingen wird das nie. Das schwingt wegen der nicht-linearen Eigenschaften, wegen dem Umschaltverhalten, und das kann ich eben nicht nur in einer AC-Simulation simulieren. Also wenn ich sowas habe, dann muss ich welche Simulationsvariante wählen von den drei? Transienten-Simulation, genau. Weil der schaut sich die Schaltung in jedem Zeitschritt neu an. Also der geht jetzt wirklich her und macht Zeit und diskretisiert die dann und sagt, okay, wir haben jetzt 5,9 Volt an dem Punkt hier. Das heißt, wir sind unter 6 Volt. Das heißt, der Ausgang ist high. Das heißt, wir haben hier 9 Volt. Das heißt, es fließt so und so viel Strom durch diesen Widerstand und den Kondensator. Das heißt, die Kondensatorspannung steigt an um so und so viel Volt pro Zeitschritt. Und dann gehe ich einen Zeitschritt weiter und jetzt ist auf einmal 6,1 Volt. Und er schaut sich wieder die Schaltung an und sagt, jetzt ist der Ausgang low und ab dem Punkt entlädt er den Kondensator wieder.
Gut, also Oszillatoren hätte man gesagt, generell eigentlich Transientensituationen, außer so Dinge, die für uns etwas exotischer sind, weil wir es nicht wirklich gemacht haben, wie Phasenschieber, Oszillatoren und so, die im Wesentlichen rückgekoppelte Filter sind. Da kann man mit den AC-Simulationen. Gut, das nächste ist Filter. Wie werde ich einen Filter simulieren? Na, hast du es gerade gesagt? Ja, dann sag's nochmal. Die man im Wesentlichen mit einer AC-Simulation macht. Ja. Perfekt. Merkt man sonst. Genau, der Filter, das ist das Paradebeispiel für eine AC-Simulation, die Filterschaltung. Und passenderweise passt auch das, was ich aus der AC-Simulation herausbekomme, perfekt für Filter, weil da kriege ich Bode-Diagramme und diese Dinge, die ich halt haben möchte, dass es einfach stur durchgeht und bei der Frequenz aha, bei der Frequenz aha, bei der Frequenz aha, und dann habe ich halt mein Bode-Diagramm, wo ich sehe, okay, bei dem Punkt fängt an, das Signal zu bedämpfen. Das heißt, die AC-Simulation ist fürs Frequenzverhalten und die Transientensimulation mehr für wirkliches Zeitverhalten. Jawohl. Jawohl, das kann man genauso sagen. AC-Simulation ist quasi im Spektrum. Entweder bei einer Frequenz, manchmal reicht mir die, oder ich sage ein Spektrum und sage die 100 Frequenzen und berechnet es dann einfach für alle einzeln durch und zeigt Ihnen ein Bild. Und Transienten ist Verhalten über die Zeit, ja. Genau, also wenn ich quasi, wenn mein Ausgang der Simulation, mein Ergebnis der Simulation ausschauen soll wie ein Oszillbild, wo ich irgendwie sehe, zum Zeitpunkt 0 war es so und zum Zeitpunkt 1 war es so und zum Zeitpunkt 2 war es so, dann, wenn das ist, was ich haben möchte, dann weiß ich automatisch, ich möchte eine Transientensimulation durchführen. Weil der liefert mir eine Zahl für jeden Punkt bei meiner Schaltung, da kriege ich kein simuliertes Oszillbild. Und da kriege ich eben das Bode-Diagramm, wo ich mir sage, okay, wie fällt das über das Spektrum? Das ist auch kein Oszillbild ist. Und Transientensimulation habe ich dieses jetzt. Okay, und wie schaut es aus mit den Modulatoren und Demodulatoren? Das müsste dann auch eine AC-Simulation sein. Wenn mich die Frequenz interessiert. Naja. Aber wir haben gesagt, die AC-Simulation, welche große Beschränkung hat die? Aber es wäre linear und dann müsste ich auch wieder genau, die andere nehmen. Also die sind inhärent nicht linear und ich verwende hier wirklich die nicht linearen Eigenschaften. Das heißt, in der AC-Simulation kann das nicht gehen. Ich kann mir nicht überlegen, wie verhält sich ein Modulator bei Frequenz X. Weil es sind immer zwei Frequenzen, die miteinander in Interaktion treten. Das heißt, in der Regel werde ich welches Verfahren wählen zum Simulieren? Transienten. Genau. Und da muss ich halt nachher mir mühsam raussuchen, was ist denn das für eine Frequenz, die ich jetzt auf meinem simulierten Ostsee-Bild sozusagen sehe. In manchen Fällen kann man sich mit AC-Simulationen helfen, zum Beispiel bei einem Überlagerungsempfänger, wenn eins der beiden Eingangssignale so langsam ist, dass ich sagen kann, okay, wie würde es sich denn verhalten, wenn das konstant auf dem Niveau ist? Und dann schaue ich, wie verhält sich es, wenn es konstant auf dem Niveau ist und so weiter und so fort. Also ich nagel quasi eins fest, dann ermittle ich in einer DC-Simulation den Arbeitspunkt für diesen Fall und schaue mir dann an, wie sich die AC-Simulation für diesen Arbeitsfall ausschaut, eben mit der Linearisierung der Kennlinien um diesen Arbeitspunkt. Das kann manchmal hilfreich sein, manchmal ist es sowas da. Also das ist je nach Anwendung. Gut. Wir haben eine Übung. Die werden wir auf die Experimentiergruppe verschieben. Was sollen wir hier machen? Wir sollen einen Sinus-Oszillator von der Bahn. Das ist die Übung für dich, oder? Nie kommen, ja. Jetzt haben wir es endlich. Ja, ja. Jetzt haben wir keine Ausrede mehr. Also wir sollen einen Sinus-Oszillator bauen und der soll nach folgendem Schema funktionieren. Also 440 Hertz ist die Frequenz, die wir haben wollen. Und wir machen zuerst einen Oszillator, der eine Dreieckschwingung erzeugt mit 440 Hertz. Das ist nicht ganz ein Sinus, aber zumindest optisch ist es schon sehr nahe dran. Und dann wollen wir vom Dreieck zum Sinus gehen, indem wir einen Filter danach schalten, der quasi die höheren Frequenzanteile von dem Dreieck wirft, sodass dann am Schluss nur noch ein Sinus überbleibt.
Und wenn ihr wollt, machen wir das nächste Mal. Ich glaube, wir haben schon genau so einen mit einem Filter und Dreieck, haben wir, glaube ich, schon mal entweder gebaut oder zumindest darüber geredet. Ich kann mich nicht erinnern, dass du das lustig gefunden hast, dass ich gesagt habe, das filtern wir einfach weg. Gut. Also das ist dann für die nächste Experimentiergruppe das letzte Mal, dass wir da eine Übung im Skriptum haben, die sagt, schauen Sie sich das an. Danach ist alles digital. Haben wir noch Fragen? Zu irgendwelchen analogen Dingen? Ich beantworte später auch noch analoge Fragen. Okay.